Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie man gut erkennen kann, gibt es demnächst ein N&R Rarity Festival. Das heißt, man kann nur normale und rare, also seltene Karten benutzen. Bin ich mal gespannt, wie das so funktioniert. Ich denke, da wird es auch wieder ein Deck geben, was alle dominieren wird. Und dann spielt es einfach jeder. Das war ja auch bei dem anderen Exis-Event genauso, dass dann jeder nur noch das Deck gespielt hat, wo man sich selbst OTK hat, weil es einfach am schnellsten ging. Wie gesagt, ich spiele hier aber ein anderes Deck. Ich spiele hier so ein halbes Phantasma-Spiral-Deck. Ja, ist ein ganz gutes Deck eigentlich. Es fehlen nur ein paar Karten, die hier halt nicht drin sind. Ich weiß jetzt nicht, ob Kalte Welle verboten ist. Ich meine, so heißt die Karte, dass dann kein Spieler mehr normal Effektmonster normal oder spezial beschwören kann. Wäre halt geil, weil wir nur normale Monster beschwören würden. Wir haben hier auch die Fäuste des Unvergleichen Tenji ist auf 1 und auch Phantasma Spiralschlacht ist leider auf 1, wo ich dann nicht weiß wieso, aber alles klar, nehmen wir so hin. Wir spielen halt einen Haufen Monster, also jedes Monster, was hier drin ist, außer der Phantasma Spiraldrache, die haben 2000 ATK. Wenn wir normale Monster Stufe 4 spielen, dann natürlich auch mit dem höchsten Angriff wie möglich und das sind halt die hier. So. Wir spielen auch den Phantasma Spiraldrachen, den spielen wir einfach aus dem Grund, wir kriegen den übelst easy raus und er hat halt 2,9 und gehört halt einfach in das Deckthema rein. Wir spielen auch noch Magischen Hammer, die ganzen Töpfe sind alle super rare. Gut, es gibt noch einen Pendeltopf, der ist rare, aber den können wir hier nicht benutzen. Ich spiele hier einfach den Magischen Hammer, um vielleicht, wenn wir mal bricken und haben ihn auf der Hand, dass wir vielleicht eine bessere Hand rauskriegen, auch wenn er an sich nicht so gut ist. Wir spielen Faustsicher Handel. Ist einfach dazu gut, wenn wir Second gehen und der Gegner hat ein spezial beschworenes Monster, können wir es auf den Friedhof legen und dann ein normales Monster Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwören von unserer Hand beschwören. Auch sehr nice, die erste Phantasma-Spiral-Karte, der Phantasma-Spiral-Knall. Wir können nur normale Monster damit ausrüsten, das macht dann durchschlagenden Kampfschaden und wenn es dem Gegner Kampfschaden zufügt, dann können wir den Phantasma-Spiral-Drachen von unserem Deck, Hand oder Friedhof beschwören, was sehr, sehr nice ist, also auch vom Friedhof wieder. Und wir können dann ein Monster, was im Angriff liegt, auch damit ausrüsten. Das heißt, wir können dann direkt den Phantasma-Spiral-Drachen damit ausrüsten und dann eventuell durchschlagenden Kampfschaden noch machen, was sehr nice ist. Wir haben noch Phantasma-Spiral-Griff. Damit können wir normales Monster ausrüsten, kriegt 500 ATK. Wenn das Monster ein Monster durch Kampf zerstört, dann dürfen wir auch hier wieder einen Phantasma-Spiraldrachen als Spezialbeschwörung von Hand, Friedhof oder Deck beschwören und kann ihn dann auch ausrüsten mit der Karte und dann kriegt der Gegner auch 1000 Schaden. Sehr nice. Wir haben hier noch Pazifist, um die ganze Karte dreht sich eigentlich. Wir können eigentlich nur normale Monster kontrollieren oder auch normal beschwören, sage ich mal, und die hat drei Effekte. Ein Effekt ist, wenn wir ein normales Monster beschwören, dann dürfen wir eine Phantasma-Spiralkarte searchen, was sehr nice ist. Okay, ja, doch keine drei Effekte, doch, ich meine aber schon. Keine Effektmonster, normal beschwören, ja, falls selbst Rikita, okay. Ja gut, das eine ist die Restriction. Ich bin jetzt auch nicht so bewandert in Phantasma-Spiral, aber ich habe es von einem Kollegen öfters mal gesehen. Grüße gehen raus an den guten Malte, falls er das Video sieht. Ja, auf jeden Fall geht es darum, wenn wir ein normales Monster beschwören, dann dürfen wir searchen und wir können damit einen mächtigen Token generieren, was 2000 ATK und Def hat, ja. Wir können aber immer nur ein Token generieren und mit den Token kann man auch leider keine Exis machen. Ich würde hier mal Dunkle Tür ausprobieren, einfach wenn mir zum Schluss noch eine Karte gefehlt hat. Die hat den simplen Effekt, während jeder Battle Phase kann nur ein Monster angreifen. Ja, sage ich mal, einen Phantasma-Spiraldrachen haben, mit 3400, dann ist es schon ein Wort und da muss der Gegner dann auch mal drüber kommen, ja. Und ja, mit einem Monster angreifen kann ja sehr interessant sein, wie gesagt, kann man auch rausmachen. Wir spielen noch Himmlischer Drachenkreis, einfach wenn der Gegner uns ein Würmmonster zerstört, er ist ein Würmmonster, dann können wir vielleicht unchainen und so dann noch vielleicht noch was aus unserem eigentlich zerstörten Monster noch was rausholen. Wir spielen noch Paläosolischer Dinomichus. Ja, eine offene Karte wählen auf dem Spielfeld und dann eine Karte abschmeißen und dann die Karte verbannen. Kann auch ganz nett sein. Ich meine, die werden auch immer als normales Monster behandelt. Totally Awesome kann man leider nicht spielen. Aber ja, ist eine sehr, sehr starke Karte, deswegen hier auch dreimal. Dann Phantasma Spiralschlacht.
falls wir alle Monster, die wir kontrollieren, normale Monster sind, dann können wir eine Karte vom Gegner wählen und sie zerstören. Ja, an sich ist jetzt nicht so gut. Aber wenn Umi liegt, also Phantasma Spiral hier, Pazifist, die Phantasma-Stadt, dann können wir die Karte auch von unserer Hand aktivieren. Und wir können diese Karte von unserem Friedhof verbannen, dann ein normales Monster wählen, rüstet das normale Monster mit allen Phantasma-Spiral-Ausrüstungszauberkarten aus, die du kontrollierst und mit denen es ausgerüstet werden kann. Ja? Ist eine sehr, sehr gute Karte. Ich hätte hier wirklich gern auf 3 gehabt, einfach weil es halt, wie gesagt, so eine gute Karte ist. Aber soll man machen. Wir spielen auf Phantasma-Spiralkraft. Falls alle Monster, die wir kontrollieren, normale Monster sind, wähle ein Effektmonster, das dein Gegner kontrolliert. Bis zum Ende des Spielzugs verlierst 1000 ATK und Death. Zusätzlich bleiben seine Effekte annulliert, also quasi noch ein Negate. ATK werden nochmal um 1000 reduziert, was sehr, sehr nice ist. Und wir können diese Karte, falls wir Umi kontrollieren, von der Hand aktivieren. Das ist immer so das Ding, die Phantasma-Spiralfallen kann man von der Hand aktivieren, falls Umi liegt und da die Pazifist als Umi behandelt wird, können wir das halt locker easy machen. Wir können auch hier wieder, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein normales Monster wählen, das du kontrollierst, rüstet das normale Monster mit einem Phantasma-Spiral-Ausrüstungszauberkarte von deiner Hand oder deinem Friedhof aus. Also die Ausrüstungskarten kann man auch wieder vom Friedhof recyceln. Und dann natürlich spielen wir Dogmatica Bestrafung 3-mal. Entis kann man hier leider nicht spielen und ich habe hier halt einfach Drachlubion reingemacht 2-mal und einmal DDD Superuntergangskönig bla bla bla. Einfach weil er 3-5 hat. Ich wusste nicht wirklich, ob ich noch was ins Extra-Deck reinballern soll, weil wir es eigentlich nicht brauchen und nicht wirklich benutzen können. Ich habe hier aber noch Nummer 82 drin, einfach falls wir irgendwie nochmal direkt angreifen wollen oder sowas. Ja, haben wir den einfach drin. Extra-Deck braucht man hier eigentlich nicht. Hier einfach noch ein Negate. Kann ja auch gerne nochmal vorlesen. Wenn eine Zauber der Fallenkarte oder Monster-Effekt aktiviert wird, solange du ein offenes Nicht-Effekt-Monster kontrollierst, was eigentlich immer der Fall sein sollte, können wir die Annullierung aktivieren und die Karte dann auch zerstören. Ja? Und wenn diese gesetzte Karte durch einen Karteneffekt vom Gegner zerstört wird, können wir ein normales Nicht-Effekt-Monster als Spezialform in unser Extra-Deck beschwören. Sorry für den kleinen Cut am Ende des Videos. Ich habe blauäugig versucht einzugeben und wenn ich Ä drücke, muss es irgendwie noch umlegen, dann wird meine Aufnahme abgeschaltet. Da denke ich manchmal nicht dran, aber ja, wir haben noch den blauäugigen ultimativen Drachen hinzugefügt und wir haben hier noch Außenseiter. Außenseiter hat den netten Effekt, in unserem Spielzug kann der Gegner keine Monster-Effekte aktivieren und im Gegnerspielzug können wir keine aktivieren. Spielt aber hier keine Rolle, weil... ja, wir spielen nur normale Monster und benutzen keine Monster-Effekte. Ich bin aber mal gespannt, wie das Deck funktioniert. Wie gesagt, es war quasi nur so Theory-Crafting. Ich habe es jetzt nicht wirklich ausprobiert. Ich hoffe, das Deck gefällt euch. Und ihr werdet viel Spaß damit haben auf dem N&R-Festival, falls ihr euch das Deck baut. Ich meine, es ist halt wirklich günstig. Man kriegt auch wieder aus dem Event einen Haufen Juwele raus. Und ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.